Wenn du mehr über Feminismus wissen würdest und das besser verargumentieren könntest, würde das deine Gewissheit beeinflussen, dass das wahr ist, dass Feminismus wichtig ist? Also könntest du noch über die 100% hinausgehen? Also, Sind wir bereit? ja, Gut. okay. Moin, ich bin Karl. Was ist denn nochmal dein Name? Mal Mein wieder. Name ist Celestine. Celestine, wie schreibt man Genau. das? C-E-L-E-S-T-I-N-E-I-N-E. C-E-L-E-S. T-E. Genau. Celestine. Genau. Schöner Name. Dankeschön. Du kommst hier aus Karlsruhe? Nee, also ich. Karlsruhe. Wir sind in Nürnberg. Genau, wir sind in Nürnberg. Ich komme aus Das Erlangen. ist Erlangen. Genau, wohne erst seit 2 Jahren ungefähr hier. Studierst du Und oder was machst du hier? nee, ich mache nächstes Jahr eine Ausbildung. Ich habe aufgrund einer Erkrankung im Moment, habe ich gerade Aufenthalte so in Kliniken und genau, ja. Spiritualität. Welches? Feminismus wäre mir. Feminismus. Feminismus wäre schön, ja, Feminismus. Was das ist denn dann Thema. Überzeugung, die du hast? Also ich habe die Überzeugung, dass der Feminismus immer noch wichtig ist für uns Menschen, für Männer und für Frauen. Und ja, ich habe halt die Überzeugung, dass es schön wäre, wenn alle Menschen gleichberechtigt leben können, also auch die Ungerechtigkeiten gegenüber Männern und gegenüber Frauen quasi ja, vernichtet werden und genau, ja. Und nicht mehr da so krass Also sind. deine Überzeugung ist, dass Feminismus heutzutage noch wichtig ist. Genau, ja. Und Feminismus ist für dich die Gleichberechtigung von Mann und Frau, Genau. sodass wir zusammen gut leben können. Genau, ja, Okay. friedlich miteinander leben Interessant. können, ja. Wie Ja. bist du zu dieser Überzeugung gekommen? Bei mir hat das angefangen, als ich eben oft von Gewalt gehört habe gegenüber Frauen, beim eigenen Freundeskreis, bei meiner eigenen Familie auch und auch so Erfahrungen gemacht habe als Kind, so von älteren Männern vielleicht sexuell angeschaut zu werden oder eben schon sehr früh von anderen Männern Übergriffe erlebt zu haben. Genau, ja. Ja. Wie sicher Ein hört bisschen holen. schüchtern. Ja. Auf einer Skala von 0 bis 100. 0% wäre, du bist dir total unsicher, dass es heutzutage noch wichtig ist. 100 wäre, du hast keinerlei Restzweifel. Es muss wahr sein, dass Feminismus heutzutage wahr ist. Wie sicher bist du dir bei dieser Überzeugung? Bei 100%. Bei 100%. Ja. Weil es eben so noch sehr viel Gewalt gegenüber Frauen gibt und auch gegenüber Männern. Ja. Finde ich das sehr, sehr wichtig. Und schade, dass zu wenige Menschen eben darüber Bescheid, Ja. genauer Bescheid wissen. Ja. Also du findest, bist bei 100, weil du es... Weil es quasi noch so viel Gewalt gegenüber Frauen gibt und gegenüber Männern eben und es im Moment nicht in Aussicht ist, dass es aufhört, sondern auch gerade bei der Corona-Pandemie hat man ja gemerkt, dass es schlimmer wird. Es ist irgendwie noch kein Ende in Sicht zu Gewalt oder wie man es lösen kann, wie man vielleicht Präventionsarbeit leisten kann oder wie man ja vielleicht von Kind auf irgendwie Rituale einführen kann, dass Menschen eben nicht diesen Weg wählen von Gewalt. Genau. Du hast ja schon mehrmals Gewalt ins Spiel gebracht. Wenn es keine Gewalt mehr gäbe gegen Männer oder Frauen aufgrund ihrer Sexualität, wäre es dann immer noch wichtig? Dann wäre es wahrscheinlich auch immer noch wichtig, so für andere Themen. Ja, aber Gewalt ist das schon einer des, was mich sehr bewegt und sehr berührt. Wenn Gewalt nicht mehr existieren würde, Ja. wo wärst du dann auf der Skala? Würde das die Skala beeinflussen? Das ist eine gute Frage.
Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn Gewalt nicht mehr existieren würde, dann kann ich mir auch kaum vorstellen, dass noch die anderen Probleme existieren würden. Mhm. So Stigmatisierungen oder ja, andere Probleme kann ich mir schwer vorstellen, dass die dann auch noch so stark präsent sind. Weil ich finde, also wenn Menschen keine Gewalt mehr angetan werden würde, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Art, wie wir miteinander kommunizieren würden. Mhm. Und da gibt es dann, glaube ich, allgemein nicht mehr große Probleme. So. Mhm. Also wenn wir keine Gewalt mehr hätten, hätten wir keine Probleme mehr. Dann kann ich mir vorstellen, dass andere andere Themen, wie zum Beispiel, dass Frauen zu wenig an der Macht sind. Mhm. Da glaube ich zum Beispiel, dass die weniger existieren würden, weil Menschen müssen sich ja entwickeln, mhm. wenn es keine Gewalt mehr gäbe. Und das hat ja viel mit der Kommunikation mit anderen und mit sich selber zu tun. Und ich finde, das spielt dann nicht nur in die Bereiche mit Gewalt hinein, mhm. sondern eben auch in die anderen Themen, mhm. sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Okay. kurz Sicherheit holen. Fühlt sich gut? Ja, doch. Okay? Ja. Wenn nicht, sagst du Bescheid. Ne? Okay, ja. Ich beiß eigentlich. Okay. Eigentlich beiß ich nicht. Okay, gut. Du hast gesagt, es gibt Gewalt. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Das ist also. Durch eine Studie. Ja. Die ich gefunden habe, wo. Hm. Wo eben sehr viele Menschen, ich glaube ein paar tausend, ich mhm. weiß nicht mehr genau wie viele, wurden eben interviewt und da kam es eben raus, dass ungefähr jede dritte Frau, soweit ich weiß, oder ungefähr 25% aller Frauen einmal in ihrem Leben eben entweder körperliche oder mhm. Seelische Gewalt eben erfahren. Mhm. Ja. Also körperliche und eben auch Vergewaltigungen und also Schlagen, Vergewaltigungen und so weiter. Mhm. Ja. Angenommen, diese Studie hätte ein anderes Ergebnis hervorgebracht. Mhm. Wie viel Prozent hast du nochmal gesagt? Ich habe das 25. 25. Okay. Angenommen, es wären 5. Ja. Würde das was an deiner Überzeugung, würde das deine Überzeugung beeinflussen? Ich fände es immer noch wichtig, das Thema. Mhm. Gäbe es eine Grenze? Eine Grenze, wo es nicht mehr wichtig wäre, würde ich sagen, nein. Also ich finde es immer wichtig, über... Du findest es immer wichtig? Ja, über Gleichberechtigung zu sprechen. Mhm. Ja. Das sind ja Themen, die viel mit Menschlichkeit zu tun haben. Ja. Du hast gesagt, dass du dir 100% sicher bist, dass Feminismus heutzutage ein wichtiges Thema ist. Mhm. Könntest du falsch liegen? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Also rein hypothetisch. Ja. Du würdest falsch liegen. Ja. Wie könntest du das herausfinden? Oder könntest du es herausfinden? Das ist eine gute Frage. Wie könnte ich das herausfinden, wenn das falsch ist? Schwierig. Schwierige Frage. Man könnte Menschen befragen dazu. Dadurch könnte man das herausfinden. Also ich finde immer, wenn der Feminismus in eine Richtung geht, in dem er den anderen Menschen verletzt, also zum Beispiel den Mann oder die Frau, dann ist es immer falsch, sozusagen. Also es ist ja auch wieder... Kannst du es mal wiederholen? Also wenn man, wenn der Feminismus in die Richtung gehen würde, nur auf Frauen zu schauen und gar nicht auf Männer zum Beispiel, also immer dann, wenn man eine Grenze überschreitet und den Menschen an sich entmenschlicht oder eben verletzt, dann weiß man, dass es eben falsch ist. Also kann man für sich vielleicht persönlich entscheiden, aber so allgemein ist schwierig. Das
herauszufinden, finde ich. Also, wenn der Feminismus... Ja. Selber für meine Gedanken klar zu machen. Also die Frage, die ich gestellt hatte, war ja, also rein hypothetisch, du würdest falsch liegen, wie könntest du rausfinden? Und ich hatte dich gerade so verstanden, dass du gesagt hast, wenn Feminismus Gewalt verursachen würde, dann könnte man sagen, dann wäre Feminismus nicht mehr notwendig? Ja, genau. Also das könnte ich so für mich persönlich sagen. Verursacht Feminismus Gewalt? Nein. Moment. Was ist Feminismus? Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und wenn die Gleichberechtigung Gewalt verursachen würde, dann wäre Feminismus nicht mehr richtig. Ja, also ich hab schon von manchen Feministinnen auch Aussagen gehört gegenüber Männern oder gegenüber Frauen, die sehr entwürdigend sind. Ja. Spannend. Jetzt bin ich am Nachdenken. Gibt es noch einen Themenbereich, wo du sagen würdest, dass die Frage hätte dich stellen sollen? Oder das ist noch ein Themenbereich, den du noch anschneiden? Nee. Das Problem ist, ich weiß, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig über den Feminismus, sodass ich noch nicht so sehr viel darüber reden kann. Du weißt sehr wenig über den Feminismus? Also ich weiß ein Stück weit vom Feminismus, aber ich fühle mich auch ein bisschen unsicher. Dann. Du fühlst dich unsicher, aber bist du zu 100% sicher? Nee, ich fühle mich unsicher, meine Meinung genauer zu äußern. Zu artikulieren. Genau, ja. Ja. Wenn du mehr über Feminismus wissen würdest und das besser verargumentieren könntest, würde das deine Gewissheit beeinflussen, dass das wahr ist, dass Feminismus wichtig ist? Also könntest du noch über die 100% hinausgehen? Also ich würde dabei bleiben, dass es wichtig ist. Ja. Ja. Okay. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Hast du noch eine Frage an mich? Nee, das war gut. Ja. Okay. Du kannst dir jetzt so Puzzleteil aussuchen. Ja. Sind so, so Aggressionsknautschbälle. Genau, da kannst du dir eine Farbe von aussuchen. Ja. Und wenn du irgendwann nochmal so ein Gespräch hier führst, dann. Ja. Kannst du das nächste Puzzleteil haben? Ah ja, cool. Und cool, danke. Vielen, vielen Dank. Danke. Schönes Gespräch. Danke. Cool. Hast du noch Fragen an mich? Nee, das war's. Okay, ja. Gut. Gut. Dankeschön. Gerne.